meine lieben Freunde, wir sind wieder zurück mit Freddy aus Ecuador. Yusei Fudo versus Yami Yugi. Und wir sind wieder am Start mit unserem Gaia. Der ultraböse Drachen. Dicker Ritter, meine ich natürlich. Und diesmal haben wir... Oh mein Gott, das ist die beste Hand, die man haben kann. Das ist die beste Hand. Das ist die beste Hand, die man mit diesem Deck haben kann. Leute, wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, guckt sie euch unbedingt an. Alter, das war so ein krasses Duell. Okay. Portal zum Chaos. Und wir holen uns den magischen Ritter Gaia. Jetzt spielen wir die heimtückische Falle. Specialen den Boy. Aktivieren den Effekt. Holen den Drachenfluch. Aktivieren den Drachenfluch. Drachenfluch. Oder so. Aktivieren den Effekt. Ach so, okay. Das ist der Effekt, den man selbst aktivieren muss. Okay, cool. Gönnen uns jetzt Gaia den Ritterdrachen. Und nein, aktivieren nicht den Effekt, denn dann würde ich meine eigene Karte zerstören. Warte mal, was? Der hat kein... Der hat gar nichts gesetzt, ne? Oh, Bruder. Der hat gar nichts gesetzt, der Junge. Eieieiei. Okay, also man hat quasi zwei Möglichkeiten zu beginnen. Entweder man geht mit dem Drachenfeuerfluch und mit Gaia rein und fusioniert direkt. Eine Field Spell. Oh, Mausoleum des Weißen. Okay. Wenn diese Karte als Ziel für einen Angriff gewählt wird, du kannst den Angriff annullieren. Ändere die Kampfposition dieser Karte. Blauäugiger als Spezialbeschwörung beschwören. Okay. Aber ich kann das Ding einfach zerstören, wenn ich will. Right? Dann machen wir aber das da. Funktioniert das oder kriegt er trotzdem einen Drachen raus? Baba bibu brdida. Okay, er kriegt einen raus, scheinbar. Aber wir können ihn auch abschießen. Dann haben wir halt null Angriff. But hey. Eigentlich krass, weil er eine ganze Runde verschwendet hat. Ich weiß nicht, warum er es gemacht hat. So, Mausoleum. Er kriegt jetzt noch ein bisschen Angriff dazu, ne? Warum konnte ich jetzt den Effekt nicht aktivieren? Ich konnte gerade den Effekt aktivieren. Okay. Ist es vorbei, weil ich gechoked habe oder nicht? Oder wie oder was? Der kam vom Friedhof, ne? Und der kann... Nee. Wir holen uns den hier. Mhm. Ja. Wir holen uns natürlich den Drachenfeuerfluch. Und zerstören das Mausoleum. Was ihn vielleicht beschützt hat in seiner Runde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Oh yeah. So, was kann der?
in die Dev drehen, ne? Yes. Jawohl, die Zeit ist gekommen und wir haben den Spiralspeer schon auf der Hand. So, warum muss ich ihn erst angreifen oder wie? Ah ja. Ja. Putz! Oh, warte mal. Wirf eine Karte aus der... Oh, wir dürfen noch zwei Karten ziehen. Und eine können wir... Oh, oh nice. Oh, okay. Nein, ich hätte den Gaia... Oh, ich hätte den Gaia auf den Friedhof schmeißen sollen. Ich bin so dumm. Der Gaia auf dem Friedhof würde mir viel mehr bringen. Und einen zweiten verbotenen Kelch auf der Hand wäre super. Außer ich plane noch den anderen Dude zu ziehen mit dem Level 8. Aber ehrlich gesagt kann ich ja dann einfach Drachenfluch-Dude tributen. Damn, Bro. Okay, wir werden sehen. Wir werden sehen, was ich tue. Aber bisher kann das Drachenfluch-Deck ziemlich gut mithalten, ne? Das muss man an der Stelle mal sagen. Du kannst diese Karte als Tribut für zwei Tributbeschwörungen beschwören. Du kannst eine Monsterstufe von 5 oder deine Hand auf den Friedhof legen. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Aktivieren wir das mal. Der geht auf den Friedhof. Und der wird gespecialt summoned. Warte mal, wenn er eine Drowning hat. Ich wollte den eigentlich in die Verteidigung drehen. Shit. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Ah, das... Ich habe jetzt schon 2-3 Mal gemissplayed, Digga. Wenn mein Gegner jetzt gewinnt, dann... Verdient. Weil was ich hier gerade abziehe, Digga, das ist aber nicht... Der würde halt genau auf 3000 kommen, ne? Mit dem Blue Eyes. Ohne Mausoleum. Ja, da kommt er wieder. Shit. Oh, nur weil ich den Depp wieder im Angriff gespielt habe, anstelle im Verteidigungsmodus. An der Stelle hätte ich all out gehen müssen. Eigentlich. Ja, das sieht so aus, als wäre es das gewesen. Ah, schade. Ich habe gechoked. Aber seine Effekte werden annulliert. Okay, da holt er wahrscheinlich noch einen zweiten Blue Eyes. Und der wird jetzt was machen? Welche Karte wählt er? Die verdeckte? Oder den Spiralspeerstoß? Gut. Dann verlieren wir wenigstens nur 1000. Oh, fuck. Oh. Ha! Well. Digga, Blue Eyes, ne? Blue Eyes at its best, bro. Aber warte mal, kann der in der Runde noch angreifen? Er wahrscheinlich nicht, ne? Aber er. Ja, ja. GG. Oh, okay. Zwillingsdrache. Okay, well, GG.
Ja, crazy. Crazy, crazy, crazy. Ich verliere nicht so oft gegen Blue Eyes, ehrlich gesagt, weil Blue Eyes das Deck an sich für die Decks, die ich normalerweise spiele, ein bisschen zu langsam ist. Ne, mit Desperado habe ich sowieso komplett ausgecountert und mit Dark Black Wings bin ich auch relativ gut dagegen gekommen. Digga, dafür, dass er mich in der ersten Runde komplett hat angreifen lassen, hat er mich gemollywoppt. Ich habe 3 Misplays gemacht. Ich habe es nicht anders verdient, diesen Kampf zu verlieren. Ich hätte wirklich Gaia in der Verteidigung setzen müssen und durchbrechen und dann hätten wir eine Chance gehabt. Selbst dann wäre es ganz schwierig geworden, weil er hat so viel Feuerpower gehabt in der letzten Runde. War einfach schwierig. Aber ja, vielleicht können wir diesmal den Sack vorher zumachen. Zweimal magischer Ritter und dann noch Portal zum Chaos. Iaiaiaiai. Und dann nicht mal eine Backrow. Ich meine, beim letzten Duell hatten wir eine Scheißhand und haben die krasseste Hand gehabt und haben verloren. Jetzt haben wir eine Scheißhand. Schauen wir mal. Oh. Trübflammen. Okay. Irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Möglichkeit, diese Drachen zu searchen. Ne? Aber okay. Dann beschwören wir mal Gaia. Aktivieren den Effekt. Schicken den hier auf den Friedhof. Er wird halt Backrows haben, ne? Aber scheiß drauf. Wir gehen jetzt all out. Okay. Magischer Ritter Gaia hat schon als Dingensbeschwörung gezählt, ne? Als Normalbeschwörung. Deswegen konnte ich den nicht mehr tributen. But that is okay. So, ich greife zuerst mit Gaia an, falls er eine Drowning hat. Einfach damit wir mehr Damage machen oder so. Tiki-Fluch. Aha. Ah ja. Okay. Der hat 2500 Def. Der hat 1800, ey. I activate my continuous trap. Okay. My turn is done. My turn. Schade. I draw. I'll set a card. Ich habe, by the way, 3-mal Cosmic Cyclone im Deck und ihn noch nicht ein einziges Mal gezogen in allen Duellen, die ich jetzt gemacht habe. But okay. Digga, und ich ziehe halt wieder den Spiralspeerstoß. Warum ziehe ich nicht diesen dummen Drachen, Alter? Warum ziehe ich nicht diesen blöden Feuerfluchdrachen? Ich habe jetzt 2-mal nacheinander Spiralspeerstoß gezogen. Und den habe ich 1-mal im Deck. Und den Feuerfluchdrachen habe ich 3-mal im Deck und habe ihn 1-mal gezogen. Also das Draw Luck ist heute nicht mit mir, habe ich das Gefühl. Vielleicht spiele ich aber auch was falsch. Ich weiß es nicht. Also obviously im letzten Duell habe ich Minimum 3 Misplays gemacht. Aber ob die so gemattert haben am Ende des Tages gegen Blue Eyes, I don't know.
I don't know. Das Traurige ist, dass ich halt meine Falle nie ziehe. Ne? Ich überlege mir halt tatsächlich ein bisschen mehr Backrow ins Deck zu packen, weil... das ist doch ein bisschen dünn hier, ne? So, greifen wir das Ding mal an. Oh, es ist so ein Ding. Okay. Cool. Zum Glück habe ich angegriffen. Jetzt kommt er in Zugzwang. Jetzt wird er wahrscheinlich noch ein Monster setzen. Dann kann ich es mit der Falle weghauen und dann habe ich freie Bahn. Ein Angriff reicht, um ihn aus dem Leben zu hauen. Und er hat eine Fallenkarte, aber das ist eine permanente, die... Keine Ahnung, was genau macht. So. Er nochmal eine Falle. Okay. Und setzt noch ein Monster. Cool. Dann aktivieren wir direkt. Na! Was zum Teufel? Was zum fucking Teufel, Digga? Ist gerade passiert. Warum war da nur... Warum war er da nicht? Oh, kann das nicht für Karteneffekte targeten? Oh, Bruder. Oh, ey, Junge. Ja, wow, dann wird Buch des Mondes genauso wenig bringen. Wow, toll. Den kann ich auch nicht targeten, ne? Nee. Well, GG. Digga, und jetzt verlieren wir gegen Trübflamme. Weil ich den nicht targeten kann. Oh mein Gott, Alter. Ja, das war einfach, das war so bad. Well, man sollte sich die Effekte durchlesen. Bruder, ich habe auch mal Trübflamme gespielt vor 5 Jahren, Alter. Und wir verlieren 2 Duelle anschließend in Bronze, Digga. In Bronze. Aber gut, wir gehen nochmal rein. Ich überlege mir tatsächlich ein bisschen mehr Backrow reinzunehmen. Weil wenn man in diesem Deck halt diesen blöden Feuerficker nicht zieht, dann machst du nix. Du kannst einmal den 2600er holen, wenn du Gaia irgendwie holst und die Spielspell und so. Aber sonst... Also die Fusionen holst du ein bisschen zu unzuverlässig raus, meiner Meinung nach. Es müsste mehr Möglichkeiten geben, den Feuerdude zu pullen. Okay, whatever, man. Was zum Teufel war das? Aha. Ein Auto-Win. Da hatte Konami schon Mitleid mit mir und wollte mir sagen, hey, schau mal, unser neues Structure-Deck ist doch gar nicht so schlecht, hä? War doch voll korrekt, dass du 20 Euro in das Deck investiert hast, hä? Hier ein Auto-Win. So, schauen wir mal. Yami Yugi. By the way, die eine Feel-Spell habe ich noch nie gezogen. Ne? Also es gibt so viele Karten. Ah, und da ist sie auch schon. Und ich ziehe natürlich nicht ein einziges Monster, Digga. Jetzt ziehe ich halt wieder all. Also. Ich will hier nicht pushen. Aber es kommt mir so rüber, als müsste man mit diesem Deck übel Drawluck haben. Es ist wirklich nicht konsistent. Gut, dann aktivieren wir mal das da. Weil Schaden tut es ja nicht. Und dann... machen wir das so.
I set a call. I set a card. I set this card face down. Aisato Kaiba. Kann ich vielleicht meine Karte mal aktivieren? Danke. Das wollte ich nämlich die ganze Zeit schon. So. Ah. Okay, jetzt ziehe ich ihn tatsächlich. So, du kannst einen geierzorniger Ritter in deiner Hand vorzeigen. Du kannst einen Drach... Ah, na schau mal einer an. Ja, damit macht das ganze Spiel mehr Sinn. Also ich würde, ehrlich gesagt, ich würde die Field Spell dreimal da reinpacken und nicht die andere. Also beziehungsweise, ne? Das Portal ist unnötig, weil man damit nur die hier ziehen kann. But okay. So. Yes. Wir holen den hier. Wir machen keine Field Spell kaputt. Aber wir fusionieren jetzt. Direkt. Holen uns den da, weil er in der Verteidigungsposition ist und wir piercen können. Yes. Holen aus dem Deck. Knöcherne Wiedergeburt. Falls ein Gegner in diesem Spielzug ein Monster als Spezialbeschwörung aktiviere die Karte, indem du ein Monster im Friedhof deines Gegners wählst, beschwöre es als Spezialbeschwörung auf deine Spielfeldseite in Verteidigung. Oh, okay. Cool. Ey, Bruder, ich meine, mach, was du möchtest, ne? Aber... Pff. Er hat sich halt theoretisch selbst ins Bein geschossen. Ich glaube, ich aktiviere das extra nicht. Yes. Warte mal, was? Warum muss ich jetzt die ablegen? Hä? Hä? Ich dachte, ich darf ziehen. What the? Okay. Ich dachte, ich darf ziehen. Füge deinem Gegner Zuschlagskraft, falls Gaia einen Effekt, Kampfschaden zufügt, ziehe zwei Karten, wirf eine. Ach so, ich habe zwei gezogen und habe die einfach abgeworfen. Ach so, Lil. okay. Never mind, Bro. Never mind, denn. Und das war's. Und wir gewinnen. Ehrlich gesagt, wäre es knapp geworden, wenn er gespielt hätte, ne? Er hätte von dem eigentlich locker zurückkehren können. Hätte er ein anständiges Blue Eyes Deck gespielt. Und ich hätte plus, minus alles verbraten. Ich hab in der Mitte, was hab ich noch gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Aber jetzt mal for real, ne? Ich glaube, man braucht die Fähigkeit, damit man die hier rausbekommt. Aber nur deswegen. Weil Schicksalsziehen ist halt so, Weißt du? Lass mich mal ganz kurz mein Deck editieren. Weil, for real jetzt mal. Eigentlich... Weißt du, das Problem ist, diese Field Spell sucht nach diesen drei. Beziehungsweise nach dem hier und nach dem hier. Aber die können gar nicht gesearched werden, außer durch den hier. Und die kann beides searchen. Warum zum Teufel sollte man die mehr spielen? Hä? Wenn diese Karte aktiviert wird, füge deiner blablabla schwarzglänzender Ritualmonster zu.
von deiner Hand oder deinem Spielfeld. Lege eine Karte, Zauberzählmarke da drauf. Wenn du drei hast, kannst du sie entfernen und eine Ritualkarte holen. Okay, die searcht einfach nach den Leuten hier. Und das hier. Dein Gegner kann während der Battle Phase weder Karten noch Effekte aktivieren. Solange Drachenmeister Gaia in einer Monsterzone liegt. Das ist schon mal ein krasser Effekt. Du kannst eine folgende Effekte aktivieren. Gaia, zorniger Ritter, deine Hand vorzeigen und das andere. Okay, das searcht halt so oder so. Und das searcht halt nur, wenn wir schon was in der Hand haben. Aber ganz ehrlich, ich fühle gerade 2-2 mehr. Um ehrlich zu sein. Ja gut, mal schauen, Freunde, ob es beim nächsten Mal besser läuft, wenn wir 2-2 spielen. Wir werden nochmal ein Part machen, wo wir mit Gaia versuchen werden, ein bisschen zu climben. Heute haben wir böse auf die Fresse bekommen. Mal schauen, ob es nächstes Mal besser läuft. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, meine Doodlings-Freunde. Bye!